liebe Kioskfreunde, ihr seht es, wir sind noch in unserer Hut am Antonplatz, aber wir sitzen in einem riesengroßen Malztransporter und verlassen den anderen Platz. Wir fahren zum Event von Michael Zokos, haben hier im Gepäck richtig viel ordentlich Merch. Ja, ganz viel, riesengroße Tische, alles mögliche und machen einen schönen Merchstand für den guten Michael und verkaufen mal seinen Stuff. Das vom Kiosk aus und werden hoffentlich viel Spaß haben. Wir sind jetzt hier bei der Halle. Wir wissen nicht ganz, wo wir rein sollen. Wir sind aber pünktlich eigentlich angekommen. Haben jetzt halt noch eine halbe Stunde Zeit, um die Sachen aufzubauen. Ja, genau, halbe Stunde Zeit. Ich würde sagen, in 10 Minuten ist Action. Also, wir bauen jetzt die Tische und Gitter auf. Und versuchen dann alle Pullover und alle Cappies, die Tassen und alles Mögliche, was wir haben, schön zu platzieren. Das wird unsere Ecke, da vor dem Fenster. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Gitter erstmal platzieren. So, ich baue jetzt hier auf. Wir gucken, dass die Ware natürlich hier über den Puzzeln schön ordentlich liegt, die Cappies schön ordentlich stehen. Noch so Beanies. Das hier die Beanies und die Taschen, dass das alles ordentlich liegt. Kennen wir vom Kiosk, ne? Logo immer nach vorne, alles Mögliche. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir fertig sind. Jonas vloggt erst, ich habe gerade diese Kiste reingetragen. Das können alle bestätigen. Ich habe voll angefasst. Plus, ich habe das Mega-Shirt an. Oh, ich bin Son Goku. Jetzt wird aufgebaut. Und dann bin ich gespannt, wie es wird. Ja, du fährst, das ist die dritte Kiste, die ich trage. Es ist schwer, aber für Zockers machen wir alles. Das ist ein bisschen Flohmarkt-Feeling. Aber, guck, eine XS haben wir noch, ja. Siehst du? Gut, ich glaube, es geht um 18 Uhr sozusagen Einlass, dass die Leute reinkommen, um 20 Uhr ist die Veranstaltung. Wir haben jetzt soweit fast alles aufgebaut. Ich mache jetzt noch die Sachen nach hinten. Dann wird die Kasse aufgemacht und gucken wir mal, wie schnell wir sind und was wir alles verkaufen. Kann ich irgendjemand helfen? Jan verkauft schon, hier pöbeln sie nur rum. Bitteschön. Danke. Gerne. Schönen Tag wünsche ich. Ciao. Ich habe keinen Lächelnkeller, kommen Sie gerne hier rüber. Welche Größen brauchen Sie denn? Warte, hier ist eine L. Können Sie mal gucken. Man sieht, hier sind schon echt viele Kunden. Wir haben auch schon gut was wegbekommen. Also hier vor allem die zwei exklusiven Sachen, die Brotdose und die Kaffeetaste ist schon weg. Läuft gut, würde ich sagen. Mittlerweile, ich versuche gerade nur noch hinterher zu räumen und alles aufzufüllen, weil wir so viel jetzt teilweise die Größen schon ausverkauft sind, versuche ich so fleißig alles zu finden und aufzufüllen. Das machst du gerade sehr gut. Das machst du auch sehr, sehr gut. Weil ich gerade einfach nur denke, so, wo ist alles? Pulli, einer für 50 und wenn sie zwei kaufen, gibt es die für 80 direkt. In den Club gehen rein. Ich würde einmal sagen, ich habe gerade Mützen im Sommer verkauft. Ja, das ist schon gut. Also ich biete Ihnen an, beide Beutel für 20, Lesezeichen, Finger umsonst. Nee, einer reicht mir wirklich. Okay, dann finde ich schwarz cooler. Wird da, wenn Sie da Sachen reinmachen, wird er auch nicht so schnell dreckig. Wir machen Stein, Schere, Papier. Wenn Sie gewinnen, kriegen Sie das beides für einen Zehner. Wenn Sie verlieren, zahlen Sie 13. Also ein Euro billiger, Euro teurer oder 2 Euro billiger? Machen wir. Schnick, Schnack, Schnuck. Super, 10 Euro bitte. Ich sehe jetzt Leute, ich sehe, dass ich jetzt Zuschauer habe, die Geld haben und das ist gut. Ich habe 2 Euro verloren, scheiße. So, wir haben richtig viel verkauft. Wir müssen jetzt mal wieder restocken, würde ich mal sagen. Kaffeebecher sind schon gut weggegangen. Wir haben keinen schwarzen Beutel mehr. Das heißt, wir schauen, was wir jetzt alles so haben, damit wir nachher schon auch nochmal auflegen können und nochmal ein bisschen was loswerden. Aber jetzt geht's erstmal in die Show. Samurai-Schwert. Die Veranstaltung ist vorbei. Ich habe mir den nächsten Hoodie angezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorhin auch anhatte. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen jetzt noch mal ein paar Sachen loszuwerden. Man merkt, es ist schon anders als vorher. Vorher waren die Leute irgendwie noch so euphorisch vor der Veranstaltung, haben geguckt, ob sie sich einen Hoodie mitnehmen oder nicht. Waren so, jetzt, ich glaube, jetzt wollen viele einfach nach Hause. Viele fragen uns, wo ist die Signierstunde? Wissen wir ja nicht, keine Ahnung.
ich persönlich finde, ich will nicht so, wenn jemand hier nur rumguckt, so, will ich mich direkt anbrüllen und sagen, kauf, kauf, kauf. Sondern wenn ich das merke, er hat Interesse an dem Becher, dann kann man so dieses erste Gespräch einleiten. Aber das ist, glaube ich, jetzt hier nicht so. Mal gucken, Pascal und Dennis haben gestern ja dieselbe Veranstaltung oder dieselbe Tour wie wir gemacht, nur in Lüneburg. Ich bin gespannt, sie meinten, sie waren noch hier 2 Stunden. Ich bin gespannt, ob wir noch 2 Stunden hier sind. Leon und ich wollen gerade so ein Schinken-Schinken-Duell machen, weil folgendes Thema, folgende Thematik. Der Platz ist natürlich jetzt nicht mehr so lukrativ. Warum? Da drüben gibt Michael gerade Autogrammstunde und Autogramme. Hier stehen wir. Die Leute gehen also drüben hin, geben sich das Autogramm und gehen dann raus. Und sehen vielleicht dann nicht mehr den unglaublich guten Merch, den sie nicht verpassen sollten. Deswegen unsere Idee. Wir gehen zum Beispiel mit den Beuteln einzeln oder mit den Schürzen nochmal hin und fragen, hey, wollen Sie vielleicht noch einen Beutel kaufen, wo Sie Ihr Buch reinpacken können? Leon möchte nicht. Jetzt wollen wir ein Schnick-Schnack-Schnuck-Duell machen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich nehme Stein. Schnick-Schnack-Schnuck. Yes! Ich nehme Stein. Oh, es ist unangenehm. Man muss sich immer denken, man sieht den Leute nie wieder. Wer möchte einen Beutel für 10 Euro? Unglaubliche Schnäppchen. Perfekt, um das Buch zu tragen. Ein Kopfbeutel. Have a bloody working day. Wer möchte einen Beutel? 10 Euro, das ist ein Schnapper. 2 für 15. Wer möchte sich zusammen tun? Ein Beutel. 10 Euro. Bloody working day. 10 Euro, ein Beutel. 15 für 2. Also das ist ein Deal, den kann man sich nicht entgehen lassen. Hier vielleicht jemand einen Beutel. 10 Euro. Oh, ja, die sind aber super, danke. Dankeschön. Super. Das war mir so unangenehm. Haben wir Minus gemacht. Oh, Wahnsinn. Na, an einen Beutel, bitteschön. Dankeschön. Und weißt du was, du kriegst sogar noch Sticker dazu. 2 Stück. Ach, dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Einen schönen Abend wünsche ich. Kennt man dich irgendwoher? Kannst du mir ein bisschen bekannt vor? Ja? Ja. Kennst du Herr Aaron? So ungefähr, ja. Ja. Ach, machst du nicht diese Wissensvideos? Nein. So ein bisschen so? Doch, oder? Nee, ich mach keine Business-Videos. Aaron ist ein cooler Typ. Ich kenne ihn erst seit 5 Sekunden, aber er ist echt cool. Schaltet rein. Also ich bin nicht Aaron. Ist mir egal, wer du bist, aber er ist ein cooler Typ. Er ist cool. Schaltet rein. Ja. Das ist so peinlich. Kann ich bitte gehen? Das war so unangenehm. Es hat keiner gekauft. Ich habe draußen einen Beutel versteckt. Weil das mit den Beuteln jetzt ein nicht so gutes Geschäft war, machen wir es jetzt einfach nochmal. Wir haben Käppis dabei, wir haben Lesezeichen dabei. Taktikwechsel. Vorhin sind wir an der Schlange vorbeigelaufen. Jetzt stelle ich mich einfach direkt bei Michael hin. Und wenn die dann kommen, euphorisch von der Unterschrift, dann frage ich, ob sie nicht ihr Buch direkt in den Beutel packen wollen oder ob sie noch einen Finger dazu haben wollen oder einen Thermosbecher. Ey, Taktik funktioniert direkt hinten an der Schlange, alle kommen euphorisch raus. Dann muss ich nicht nochmal an der Schlange vorbeilaufen, weil das war vorhin sehr unangenehm. Da haben mich nur alle angelächelt mit Leidenswert. Na, fast, ey, wir haben Daumen, wir haben Ringfinger, wir haben Zeigefinger, wir haben alles. Alles, was du willst. Vielleicht noch ein Lesezeichen für das Buch. Nee, ja, dafür steht in meinem Namen. Oder zumindest Michael. Dankeschön. Na, nochmal ist Lerne. Einen schönen Tag. Thermobecher sind unglaublich super. Ich liebe Thermobecher ab heute. Ich würde sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Michael kann wirklich stolz auf uns sein. Wir haben alles mögliche versucht zu verkaufen. Thermobecher sind auch... Darf so was sein? Nee, danke. Ja, also es möchte keiner mehr was. Wir bauen jetzt auch langsam ab und machen uns dann auf den Weg nach Hause nach Berlin. So, wir haben alles eingeladen. Wir haben viel verkauft, aber viel haben wir noch übrig. Das heißt, wir sehen uns bald wieder, Michael. Wie zufrieden warst du denn mit unserer Leistung? Ich bin absolut. Ich habe alles gegeben. Der Kiosk, da lasse ich nichts drauf kommen. Die Jungs sind der Hammer, die geben Gas. Deshalb sind sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Die kaufe ich ein. Aber man muss auch sagen, du hast wirklich tolle Fans. Wenn ihr gerne bei Natur bei Michael dabei sein wollt, schaut gerne mal vorbei. Unten Links sind in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Lasst ein Abo da und nächste Woche sehen wir uns wieder. Ciao. Ciao. Hoppa. Ha. Leute, ich bin Lutz von Absolut Top. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liked gerne, kommentiert drunter und vergesst die Glocke nicht für ein Abo. Bis zum nächsten Mal.